Ich war in Berlin und habe da Urlaub gemacht mit meiner Schwester. Und wir waren abends, ist so 2,5 Jahre her, im Sommer in einem Freilichttheater. Und als wir da wieder rauskamen, haben sie am Spreeufer Swing getanzt. Und ich war total fasziniert. Ich fand die Musik toll, ich fand die Leute toll, ich fand das Tanzen toll. Und ich habe gedacht, das will ich auch. Für mich ist das ein Lebensgefühl. Ich bin den ganzen Tag auch so angezogen. Die Kleider der 40er und 50er, eigentlich fast mehr 40er, das ist so mein tägliches Styling-Ritual. Das Besondere sind schon die Klamotten, die die Leute anhaben. Und, ja, ist es, ne? Ja, ja. Und die Art, sich zu bewegen. Ich glaube, es gibt keinen Tanz, wo man sich, also jedenfalls keinen, den ich kenne, wo man sich so bewegt und so frei bewegt und so locker ist. Man kann sehr viel improvisieren, auch aus anderen Tänzen mit hineinnehmen. Jazz ist ja keine alte Musik. Jazz ist schon immer eine Musik gewesen, die wahnsinnig toll ist und in den verschiedensten Facetten herkam. Und ich bin so froh, dass wir wieder so gute Musik wie Jazzmusik haben, die wieder populär ist, weil ich glaube, es gibt keine Musik, die solche Virtuosität hat und solche Künstler und solche Kreativität natürlich hat wie Jazzmusik. Und gerade in der alten Swingmusik ist so viel Wunderschönes drin, was also es zwingt halt einfach, man muss sich einfach bewegen, wenn man diese Musik hört. Zum Beispiel Emil Mangelsdorf hat so Shellac-Platten gehabt und die gespielt für Freunde. Das ist rausgekommen, da kam in eine Strafkompanie. Also es war ein ganz schlimmes Ding, was Hitler gemacht hat gegen Yatzer. Jazz ist Freiheit. Der Jazz hat für mich immer die Freiheit bedeutet der Improvisation. So, das ist meine Musik. Beim Jazz kann man sich ja schön ausbreiten und austoben. Jazz ist, bedeutet, ich sein zu können. Jazz muss irgendwie in der Stadt stattfinden. Ja? Das hat irgendwie so was Urbanes. Die haben sich einen feuchten Dreck darum gekümmert, was sie spielen dürften. Das Publikum bestand damals zum großen Teil aus Fliegerassen, die hier in Erbenheim stationiert waren. Und die saßen dann mit ihrem Kreuz mit Brillanten und allem drum und dran. Und wehe, wenn da einer kam von der Hitlerjugend oder von der SA und wollte uns prüfen, ob wir 17 oder 18 sind, die sind ganz schnell wieder gegangen. Denn die haben gesagt, wie denn, mit 17
Arbeitsdienst-Ding, da können Sie schon den Kopf hinhalten. Und jetzt sollen Sie weggehen, und weil es 10 Uhr ist oder was. Das Akkordeon hat mir praktisch, sagen wir, das Leben gerettet. Ich bin in Wiesbaden bei den 87er eingezogen worden. Und dann war ich ja gesund und tropendienstauglich. Ich habe aber Gott sei Dank nicht einen Schuss angegeben. Ich war ja bei der Musik, aber wir haben ja da keine amerikanische Musik gemacht. Das war ja doch die Militärmusik. Zum Anfang der Kriegszeit gab es das berühmte Parkcafé in der Wilhelmstraße. Und da spielten ganz gute Bands und die haben ein bisschen Jazz gespielt. Allerdings, also Jazz im Sinne von, was wir heute unter Jazz verstehen, war das war einfach eine etwas verbesserte Tanzmusik. Es kam auch vor, dass da manchmal die Kriminalpolizei hinkam, um zu checken, dass sie wirklich kein Jazz spielen. Wie alle Leute, die Klavierunterricht nehmen im Konservatorium in Wiesbaden, auch in der Wilhelmstraße. Später bin ich zum musischen Gymnasium nach Frankfurt am Main gegangen. Das war eine Einrichtung, die die Nazis gemacht haben. Die haben also begabte junge Leute geholt und ein Internat getan und da mit sehr guten Lehrern ausgebildet. Ich war da 2 oder 3 Jahre. Und dann hat mir das nicht mehr gefallen. Ich habe auch Heimweh gehabt nach meinen Eltern. Wenn ich irgendwo was Jazziges erwischen konnte, und ich habe das dann auch gemacht, dem BBC angehört, und da waren ja neben den Nachrichten, die da kamen, die uns aber nicht so interessierten, da haben wir die Musik das angehört. Und dann da spielte unter anderem auch Glenn Miller, der dann bereits so, das war 1944, 1945, war die Invasionsarmee bereits in England war, bevor die Invasion begann, macht die Sendungen nach Deutschland. Dann hat er auch in Deutsch gesprochen, hat dann gesagt, ja, eine Sendung für die geknechtete deutsche Jugend und so weiter, und spielte dann auch teilweise deutsche Titel. Und die klangen natürlich nach Miller, das war die Original Miller Band. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, wenn ich mal groß bin, also jetzt ironisch gemeint, ich war ja damals, wie gesagt, schon 17, etwa, weil ich so groß bin, wenn ich einen Beruf habe, würde ich gerne Jazzmusiker werden. Meine Eltern hatten nichts dagegen. Das habe ich meinen Eltern immer sehr, sehr hoch angerechnet. Die haben immer gesagt, ich könnte jederzeit Musik machen. Nach dieser unseligen Nazi-Zeit und der Kultur, die das Völkische da betont hat, war Jazzmusik für uns die Musik der Befreiung. Ich kam ja 1945 nach Hause und der Paul, dadurch, dass wir zusammen wohnten, hieß ach, der spielt ja Harmonika, und ich habe angefangen Klarinette zu spielen. Dann haben wir uns da zusammengetan ein bisschen und haben dann entschlossen, eine Band zu machen. Ne? Und dann kam als erstes der Gitarrist Werner Musiol dazu, da waren wir 3. Dann kam der Deusing Schlagzeug kam dazu. Der Müller-Karl, Bassist, und dann waren wir praktisch schon eine Band. Und dann wurde ein Name gesucht, und dann haben wir uns die Swing Stars genannt. Man muss eben rein optisch auch irgendwas bieten. Und dann habe ich mit dem Redakteur vom Wiesbadener Kurier eine Art Musical geschrieben. Und dann, das Musical ist jetzt übertrieben gesagt, eigentlich mehr oder weniger so ein Singspiel, eine kleine Handlung und so. Und so. Und da hat die Maria Mucke mitgesungen und ich habe da auch schon ein bisschen gesungen und wir haben ganz nett, wir sind aufgetreten in der
in der Mädchenschule am Boserplatz in Wiesbaden. Und das war schon so ein bisschen Jazz beeinflusst. Und wir haben natürlich auch dann nach und nach in den amerikanischen Clubs Fuß gefasst. Und wir haben in Wiesbaden lange Zeit im Kurhaus gespielt, im Eagle Club. Und das war ein Red Cross Club für die GIs. Da gab es keinen Alkohol, da gab es Kaffee und Kuchen und sowas, alles Mögliche. Und wir haben da, und die haben Show den Soldaten geboten. Wir haben auch mal die Andrew Sisters begleitet. Mittags zum Essen haben wir halt bei den amerikanischen Offizieren, die im Schwarzen Bock waren, die und haben wir da gespielt. Also wir waren praktisch dauernd unterwegs. Ne? Die wurden gut bezahlt. In einer Zeit, als die D-Mark noch gar nichts wert war, bekamen wir also natürlich eine Payroll, weiß ich, wie viel das war. Wir wurden aber in der Hauptsache mit Zigaretten und mit Kaffee bezahlt. Das Geld war immer so nebenbei, so ein bisschen was. Und den Kaffee und die Zigaretten, die habe ich meinen Eltern abgeliefert. Mein Vater hat es dann am Schwarzen Markt für Essen und Trinken besorgt. Für Deutsche haben wir auch gespielt, und zwar jeweils in einem Kino. Da haben wir im Ufa-Kino gespielt, im Valhalla-Kino. Und wir waren ja vorwiegend inspiriert von Glenn Miller, Benny Goodman nachher, ich weiß ja nicht, ich habe ja dann Klarinette angefangen zu studieren nebenbei noch, weil wir haben toll gespielt, wir waren ja in Frankfurt, weil wir haben oft im Sender ja auch gespielt. Als die Band aufgelöst wurde, Paul ist zum EFN gegangen, ich hatte ein Angebot von Frankfurter Sender, aber ich wollte es nicht, das war damals die Reichsmark, das war eine schlechte Bezahlung. Ich bin dann gereist mit verschiedenen Bands, unter anderem mit Lutz Templin. Ist eine ganz bekannte Band gewesen. Die haben während der Kriegszeit haben die gespielt. Nach dem Lutz Templin, da gab es in Wiesbaden eine Band, Lutz Dittmar hieß der. Lutz Dittmar, mit dem war ich 2 Jahre unterwegs. Wir haben nur Glenn Miller Musik gemacht, aber ganz toll. Mit dem Lutz Dittmar sind wir nach Afrika gefahren und haben dort gespielt. Und die Amerikaner waren so verrückt, wir hätten da jahrelang bleiben können. Ne? Dann ist einer gekommen von Hamburg, der hat mich angehört 10 Minuten. Und dann hat er gesagt, ob ich anfangen will in Hamburg zu spielen, ist er wieder fortgefahren. Da hat er mich noch gefragt, was ich verdienen wollte. Und ich war so dumm, ich habe gesagt, ja, 1.000 Mark. Wenn ich 2.000 sagte, hätte ich es auch gekriegt. Ich habe aber nachher sehr, sehr gut verdient. Ich habe ja fast jeden Tag 5 Schallplatten mitgespielt. Und abends haben wir dann in der besten Bar in Hamburg, das ist die Tarantella Bar, haben wir Musik gemacht mit 5 Mann, sehr gute Band. Das Horst Wende Quartett war das, ein ganz bekannter Mann in Hamburg. Mit dem sind wir auch ein Vierteljahr nach Sylt gegangen, wo wir waren im Westerland. In dieser Zeit gab es natürlich noch gar kein Fernsehen. Schallplatten hatten wir auch nicht. Die einzige Quelle war das Radio. Und selbstverständlich hatte ich kein Radio. Ich war so Untermieter, kann man sagen, bei der Familie in Laubach. Und ich habe damals mit einem Freund zusammen so Detektorradios bauen gelernt. Und als das dann ging, konnte ich dann auch nachts in meinem Zimmer AFN hören. Und in AFN, das war die Hauptquelle für Jazzmusik. Ich hatte lediglich eine Blockflöte, auf der ich so wild herumgetutet habe, und das war natürlich alles noch nichts, aber die Begeisterung war schon da. Wir spielten auch in der Frankfurter Gegend mal, in Höchst, und da hat sich EFN gemeldet, und da war einer der Sprecher, war Bill Ramsey, der war in einem Club da und hat mich angesagt, now we take you over to Studio B, where Paul Kuhn is ready to play for you a little bit, to come zurück, oder was weiß ich. Weil Paul hat immer bei AFN gespielt und auch beim Deutsche Jazz Festivals. Und die habe ich aufgenommen für AFN. Damals zum Beispiel Hans Last, James Last genannt heute, das war der beste Jazz-Bassist in Deutschland in den 50er Jahren. Bei aller Jazz-Pools hat er gewonnen. 1903
1950 und 1954 die ersten deutschen Jazzfestivals. Ja, und da habe ich gespielt und habe den ersten Preis geholt und sowas alles. Und seit der Zeit bin ich im Jazz-Business immer drin gewesen, aber ich habe nie richtig Gebrauch davon gemacht, weil die Schlagerszene war dann größer und größer. Ich habe dann arrangiert und komponiert. In den frühen, späten 40er oder Anfang 50er bis in die späten 50er Jahre kamen dann auch schon sehr viele amerikanische Bands hier nach Deutschland. Unter anderem Stan Kenton mit seinem Orchester. Der spielte sogar in Wiesbaden im Thalia Theater. Dann kam Woody Herman und dann ebenfalls etwas später der Bill Coleman mit seiner Band. Also in den amerikanischen Clubs, das war natürlich einmal im Eagle Club, im Kurhaus. Dann gab es aber auch mehrere Clubs in den amerikanischen Kasernen, also im heutigen Europa-Viertel. Da gab es wie immer einen Officers Club und dann gab es einen Club für die anderen. Enlisted Men hieß der, EM Club. Da haben wir gespielt, aber auch auswärts. Also wir sind zum Teil gefahren bis nach Mannheim in die amerikanischen Clubs. Wir haben auch einmal ein Engagement gehabt in einem amerikanischen Club in Toul in Frankreich. Die waren damals auch noch stationiert. Da haben wir dann während der Semesterferien Musik gemacht und wurden angekündigt als German Wild Band. Dann bin ich mit Freddy Borgsieper von weggegangen, der ein Schlagzeuger in München war. Und der brauchte einen neuen Pianisten, das war der Werner Scharfenberger, der bei ihm gespielt hat, der sich auch dann auf die deutsche Schlagermusik geworfen hatte. Und der brauchte Pianisten, da bin ich dahin, nach München, da haben wir da gespielt, gegenüber vom Hofbräuhaus, da gab es einen amerikanischen Club. Und dann nach Berlin zu gehen, um da zu spielen, und zwar in der Femina, das war einer der bedeutenden Clubs in Berlin. Mein späterer Plattenproduzent, der die deutschen Lieder von mir wollte, der hat mich da singen hören. Ich habe Englisch gesungen und dann hat er gesagt, ja, du wusstest aber schon, was ich Deutsch singe. Ich sage, warum? Ich hab doch jetzt die amerikanischen Standards gesungen. Ja, er sagt, nee, du musst Deutsch singen. Du musst zum Mann am Klavier. Hat er mir so ein paar Notenblätter hingelegt, das. Ja, das sollst du singen. Sag ich, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Ich habe gesungen, Lady Be Good und weiß ich, Body and Soul, wie sie heißt, soll ich singen, der Mann am Klavier, gib sie dem Mann am Klavier noch ein Bier. Sag ich, das mache ich nicht. Also gut, dann gibt es keinen Schallplattenvertrag oder so. Ja, also habe ich dann doch gemacht, mit der nötigen Langeweile. Und das wurde also immer mehr und Jazz ist in den Hintergrund getreten. Ich habe aber immer gesagt, ich habe ihn nicht verraten, sondern ich habe ihn halt eben für mich alleine und die Leute wollten das nicht hören. Es war noch nicht so weit. Ich war dann Schüler am Helmholtz-Gymnasium in Frankfurt und dieses Helmholtz-Gymnasium ist ja bekannt dafür, für die Jazzfreundlichkeit. Das lag an dem Direktor Dr. Röhl. Der hat richtig Jazz gefördert und das war damals noch gar keine Selbstverständlichkeit. Die Leute, die noch aus der älteren Generation waren, konnten da oft gar nichts mit anfangen. Wir hatten eine Benno Waldorf Blues Combo, bei der war ich dabei. Aber entscheidend war, dass ich Musiker aus Wiesbaden kennengelernt habe, von der Bucktown Six. Und ich konnte dann bei der Bucktown Six Klarinette spielen. Der entscheidende Punkt war, dass ich mich in Wiesbaden wohler gefühlt habe. Die Musiker in Wiesbaden waren alle Plattensammler, haben alle sehr viel von Jazzmusik, auch historisch, gewusst. Nach diesen schrecklichen Jahren des Zweiten Weltkriegs
hat die deutsche Jugend ja gegiert nach neuen Lebensformen. Ich habe mit 15 Jahren begonnen, mich für den Kontrabass zu interessieren. Das allererste Wiesbadener Konzert, was ich erlebt habe, war 1953. Stan Kenton, Big Band im Walhalla Theater. Und das Konzert begann nicht wie üblich abends um 20 Uhr, sondern ungefähr um 24 Uhr in der Nacht. Und es war ein traumhaftes Erlebnis für einen jungen Menschen wie mich, war ich damals gerade 18 Jahre alt, Leute wie Conte Condoli, Lee Konitz, Sue Zimz zu sehen und zu hören. Und damals wurde ich sehr stark beeinflusst von dem jungen Bassisten in der Stan Kenton Band. Das war der Dan Beckley, der einen zauberhaften Bass hingelegt hat. In der damaligen Zeit das sogenannte New Orleans Revival. Und das wurde geprägt von alten Jazzmusikern wie Bunk Johnson, George Lewis, auch Sidney Bechet ist da zu nennen. Auch Wiesbadener Bands haben versucht, im Stile dieses New Orleans Revival Musik zu machen. Die Bucktown Six, die wurde 1953 von Herbert Kolesek, Manfred Staput, Hermie Kopp und Dieter Kaufmann begründet. Im Jahr 1956 traf dann der Frankfurter Klarinettist Dietrich Geldern zu der Band. Nach dem tragischen Tod von Dieter Kaufmann hat man in die Bucktown Six als Rhythmusinstrument einen Kontrabass genommen. Der wurde gespielt von dem jungen Studenten Bernd Grosse. Und in dieser Formation hat die Band 1958 beim Düsseldorfer Amateur Jazz Festival den ersten Preis in der Sparte Traditional Jazz gemacht. Und zwei ihrer Solisten, nämlich Herbert Kolesek am Klavier und auch Dietrich Geldern auf der Klarinette, wurden die Besten ihres Faches im Traditional Jazz. Einen erheblichen Anteil an unserem Erfolg hatte auch der Glücksfall für die Band, dass wir den Reverend James Willard Parks kennengelernt haben in Wiesbaden. Und der war unser Sänger, war ein sehr guter Blues- und Spiritual-Sänger. Neben dieser Bucktown Six entwickelte sich dann 1957 um den Pianisten Fritz Tietz eine Band, die aus Wiesbadenern und Biebrichern bestand, die sich Tietz Jazzmen nannten. Darunter war auch der Sohn des damaligen Ministerpräsidenten Karl-Georg Zinn, der Kornett gespielt hat, ein Klarinettist namens Gottbrat, Albert Thames an der Posaune, Willi Desem am Banjo und ich mit der Tuba und dem Kontrabass. Und sie hat im gleichen Jahr, nämlich am 29. November, bei einem Amateur-Jazz-Wettstreit im Fernsehen des Hessischen Rundfunks mitgespielt. Und bei diesem Wettstreit hat natürlich die Berghaus Jazz Band als Lokalpatrioten den ersten Preis gewonnen. In Frankfurt gab es einen rührigen Jazzclub, Hot Club Frankfurt war das. Und ich bin da, so oft es ging, hin und habe, die haben einmal im Monat Plattensitzungen gehabt, Vorträge gehabt und so weiter, hatte aber dann kein Geld, um Mitglied im Hot Club zu werden. Trotzdem hatte ich Kontakte in Frankfurt zu den Leuten, die also den Jazz organisiert haben. In dem Fall war es Horst Lippmann und Fritz Rau. Und die haben die großen amerikanischen Jazzmusiker von Jazz at the Philharmonic, Count Basie, Stan Kenton und so weiter nach Frankfurt geholt. Den Eintritt hätte ich mir auch nicht leisten können. Aber wir haben über den Hot Club die Gelegenheit gekriegt, Platzanweiser in den Konzerten zu sein. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, denn dadurch bin ich umsonst in die Konzerte gekommen. Louis Armstrong haben wir erlebt, der war 1955 in Wiesbaden. Ich saß mit meiner Frau in der ersten Reihe und bin bald gestorben vor Aufregung, weil ich ihn immer hinter dem Vorhang
reden hörte. Give me the bee, please! Dann sah man die Füße unter dem Vorhang, sah man, wie er nach vorne kam und wie die Trompete durch den roten Vorhang der Rhein-Main-Halle ging und er spiele dann seinen Sleepy Time Downs aus. Interessant war auch der Auftritt der Lionel Hampton Band. Die Rhein-Main-Halle proppenvoll, die übliche Viertelstunde, die übliche akademische Viertelstunde in Wiesbaden schon lang überschritten, als der Herr Stenger, es war der damalige Rhein-Main-Hallendirektor, zerknirscht vor das Publikum trat und sagte, ich habe eine gute, aber auch eine etwas weniger gute Nachricht für Sie. Die weniger gute ist die, dass der Herr Hampton mit seiner Big Band, die konnten nicht planmäßig in New York starten, wegen miserablen Wetters und damals flogen ja noch Propellerflugzeuge. Die gute Nachricht ist, ich habe Ihnen eine Combo aus Bad Homburg mit einer Sängerin besorgt, die Sie in den nächsten Stunden unterhalten wird. Diese Combo, ich weiß gar nicht, der Benno Waldorf war, es war jedenfalls sehr schön jatzig und die haben sich auch wirklich bemüht, da toll was hinzubekommen. Und so gegen 11 Uhr gingen plötzlich von der Bühne aus die Scheinwerfer in Richtung auf das Publikum, auf die Halle zu. Und herein kamen die Bandmitglieder der Lionel Hampton Band mit Trenchcoats, Hüten, ihre Instrumente unterm Arm. Und dann sind die auf die Bühne gestiegen und die Techniker der Band, die haben innerhalb von einer halben Stunde hatten die den Bandstand organisiert. Und in der Zwischenzeit haben fast noch im Trenchcoat der Pianist, der Bassist und der Schlagzeuger angefangen, so ein klein wenig zu schwingen. Und als dann die Band komplett da war, hat der Hampton ein Programm abgezogen bis in die frühen Morgenstunden. Und zum Schluss hat er ja, was er oft gemacht hat, auch noch mal Schlagzeug gespielt. Und als Höhepunkt sprang er dann auf seine große Traum drauf und die hat ihn ausgehalten. 1958 war es so, dass man einfach zur Tanzschule musste. Die Eltern haben auch darauf gedrungen, du musst in die Tanzschule. Und es war gut so, denn hier in der Tanzschule habe ich einen Menschen kennengelernt, namens Dieter Schärf. Und Dieter sagte eines Tages, es gab immer solche Tanztees, am Sonntag hat er gesagt, Mensch, hast du Lust, mal gerade nebenan zu gehen in die Paulinenstraße? Da sind wir im Eagle Club und da spielt eine tolle Band. Hör sie dir mal an. Und das war wirklich für mich ein Wahnsinn. Man hat ja immer so furchtbare Zickenschlager gehört von allen möglichen Bands und irgendwelchen fürchterlichen Schlagerfuzzis, aber das war etwas, was mich gefangen hielt. Ich bin in den nächsten Jatzkeller, das war damals in der Adolfstraße, und ich kann mich entsinnen, Weihnachten ist ja das Fest der Familie, aber das interessierte mich alles nicht mehr. Erst Weihnachtsfeiertag war ich unten im Keller und habe den Woody Cobb spielen hören. Woody Cobb damals mit den Hot Fountain Blowers, der Jockel Brühl von den damaligen Jam Buckets, der hatte auch so einen kleinen Keller im Dambachtal und bei dem war ich dann auch eingeladen und habe dann mal so das, was ich mir so selbst beigebracht hatte, gezeigt. Das war Anlass, wo der Richard Streim, der damalige Bandleader der Jam Buckets, mich gesehen hat und hat mich fand das also gut und ich durfte also bei dieser Band schon das erste Mal mitspielen und das war in Weinheim, wenn ich daran denke, wird mir heute noch schlecht. Es war grauenvoll, was ich da so gespielt hatte und die Leute waren auch nicht so sehr begeistert. War Anlass, noch mehr zu üben.
Ich hatte also früher als Jugendlicher mit dem Jazz überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich in der Schule, wir waren zusammen Schule, meine Frau kennengelernt, in der Albrecht-Dürer-Schule in Wiesbaden. Und die war damals schon im Jazzkreis Wiesbaden und wollte natürlich auch, nicht zuletzt, auch weil ich meiner Frau ein bisschen mit imponieren wollte, sie dadurch mehr gewinnen wollte, habe ich angefangen, Klarinette zu spielen und bin auch ins Konservatorium gegangen, habe anderthalb Jahre ungefähr Unterricht gehabt bei dem alten Wölfert damals und habe geübt wie ein Weltmeister, allerdings nur Klassik beim alten Wölfer. Der war begeistert und dann, als ich dann schon nach einem halben, dreiviertel Jahr so ein bisschen was auf der Klarinette zustande bekommen habe, fing ich dann auch an, ein bisschen mich um Jazz-Themen zu kümmern und ein bisschen Jazz zu spielen und so ein bisschen zu improvisieren und bin dann danach in die erste Jazzgruppe eingestiegen bei den Downtown Stompers, wo mein Schwager, der da Trompeter war, mitgespielt hat. Und diese Veranstaltungen fanden ja bis dato dann nur in einzelnen privaten Jazzclub, Geisberg und dann zum Schluss dann eben im Riverboot in der Friedrichstraße statt. Und dann sind wir dann also zum Beispiel, nachdem wir im Riverboot gejammt haben und gejazzt haben, sind wir dann vom Riverboot abends ins Valhalla gegangen. Das war damals so eine mehr oder weniger amerikanische Tanzkneipe, die aber dann sehr gute Musiker wie Ambrose Elos und andere große Bands immer engagiert hatte. Und wir durften dann vorne sitzen und zuhören, wie diese Profimusiker dann gespielt haben. Und da hat auch da der Geschäftsführer von Valhalla uns kennengelernt und hat mit uns Matinee-Veranstaltungen gemacht oder auch Café-Veranstaltungen gemacht, wo wir als Amateur-Dixieland-Bands dann sonntags mittags im Valhalla spielen konnten. Mein Vater war unter anderem Pianist bei Lale Andersen, war im Saarländischen Rundfunk tätig, war Komponist auch und hat dann, ich glaube, leider mit meiner Geburt damit aufgehört. Das war 1950 und hat probiert, Geld zu verdienen. Mit 8 bekam ich Klavierunterricht, was mir nicht gepasst hat. Nach 2 Jahren war Schluss, aber bei uns war immer eine Gitarre im Haus und so kam ich zur Gitarre. Mein Vater, der spielte im Stil von Peter Greuder, das war so die deutsche Form des Swing. Die Akkorde waren noch relativ moderat, also ich weiß noch genau, wenn ich nur mal als Beispiel einen 13er Akkord, ein A13, die 13 ist nichts anderes als die 6. eine Oktave höher. Wenn ich einen 13er gespielt habe, hat mein Vater gesagt, das ist falsch. Sein Gehör war noch nicht so in Richtung Jazz, was ich ihm nicht vorwerfe, um Gottes Willen. Mein Vater war mein bester Freund. Die Wiesbadener Jazzszene besteht für mich aus dem Jazzhaus, aus dem ehemaligen Jazzhaus. Und die Jazzszene besteht für mich aus Albert Butz und seinen Konsorten und seinen Freunden mit ihren Plattensammlungen. Das ist für mich eigentlich mehr die Wiesbadener Szene. Dieses Haus gehörte der Stadt. Die Stadt hat es dann vermietet. 1962 im Januar an eine Dreiergesellschaft, es waren drei Herren, die das da, und die hatten das als Jazzhaus aufgemacht. Die Eröffnung war mit dem Bürgermeister und war ganz groß, aber dann verlief es ganz im Sande und im August war es zu Ende. Und damals sagte meine liebe Frau, du, das Jazzhaus hat doch aufgehört. Wäre das nicht was für dich? Da könntest du doch so Plattenabende machen oder so vielleicht mal eine Band engagieren und so weiter. Ich glaube, das wird nicht sehr teuer sein. Und da sage ich, ich glaube noch, wie soll ich das denn machen? Am Tagsüber eine Konditorei und abends im Jazz machen.
Na ja, sagt sie, kannst dich doch mal erkundigen. Ja, und das habe ich auch gemacht. Ja, und so hat sich das ergeben, denn die haben gesagt, ja natürlich, das war nicht teuer, können Sie doch mal machen. War nicht einfach am Anfang. Aber es hat sich dann langsam doch gemacht. Bei der Eröffnung spielte die Wiesbadener Herzband, die Bucktown Six. Und dann kamen dann später an den Wochenenden kamen so die umliegenden Bands, die da waren, auch schon immer von Mainz und so weiter. Und so wurde das langsam bekannt. Das war eigentlich unser zweites Wohnzimmer. Sobald wir frei hatten, gingen wir ins Jazzhaus, und wo wir vor Qualm eigentlich kaum noch sprechen konnten. Jedenfalls, es war eine Zeit, wo wir nichts anderes machten eigentlich als Musik. Wir waren natürlich im Jazzhaus meistens ausübende Musiker. Die Bucktown Six hat übrigens zur Eröffnung und zu den jeweiligen Jubiläen gespielt. Und sie galt als die traditionelle Band mit dem schwärzesten Sound von Deutschland. Das ist ja auch was. Das American Folk Blues Festival, was ja damals noch für uns unheimlich gut war. Und die haben wir, ich spreche jetzt von wir, immer mit meiner Frau und ich, am Flugplatz mit den Wiesbadener Herzen, die da waren, von der Bucktown Six und so weiter, haben wir die am Flugplatz abgeholt. Dietrich Geldern rief mich an, was für mich damals eine hohe Ehre war. Hatte gesagt, Mensch, hast du keine Lust? Morgens, also um 10 Uhr, 11 Uhr sowas, zum Flugplatz zu kommen und bring da ein kleines Set mit, Schlagzeug-Set. Und wir spielen da, wie viel waren wir, zu sechst oder fünft. Und kann sehr, sehr interessant werden. Also ich habe mir dann natürlich freigenommen. Das war selbstverständlich. Und es waren dabei Dietrich Geldern, Klarinette, Saxophon, dann Bernd Grosse, Bass, Benno Waldorf, nicht zu vergessen. Benno Waldorf hatte ja seine eigene Combo. Und dann ich als Newcomer da. Wir spielten so einige Themen, und während das Flugzeug einschwebte, Gangway wurde runtergelassen, es kamen die ganzen Jazzmusiker runter und begrüßten uns, Shaking Hands. Also es war natürlich was ganz Besonderes. Das Fernsehen war natürlich dabei, und ich habe mich dann abends dann im Fernsehen gesehen. Das war natürlich eine ganz tolle Sache. Natürlich, im Konzert hatten die dann in der Frankfurter Kongresshalle. Und nach dem Auftritt haben wir zusammen mit denen gegessen und da haben wir so geschwitzt. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe seit 2 Monaten einen Jazzclub in Wiesbaden. So einen kleinen, sag ich mal, da so. Und da sagten die, wir haben morgen frei. Wir spielen bei dir. Die Einzige, was ihr müsst uns abholen. Naja, es war damals noch mit Autos, war ja noch ein bisschen. Haben wir also von unseren Leuten die Autos zusammengeholt und haben am anderen Abend dieses gesamte Jazzclub abgeholt. Das waren ja Sonny Terry, Brownie McGreen, dann Memphis Lem, Helen Humes und John Lee Hooker. Und ich hatte also den Spaß, die Helen Humes und Memphis Lem abzuholen und habe dann auch einen Abend mit John Lee Hooker verbracht. Den habe ich zum Essen eingeladen und das war ein schönes Erlebnis für mich. Ich hatte also einen Morgen und einen Mittag Zeit, das publik zu machen, den Abend. Und da habe ich also, da hat mir eine so einen kleinen Aufkleber gemacht, so handschriftlich, und das haben wir in der ganzen Stadt überall verteilt, sämtliche Leute überall hingepappt und Mundpropaganda und so weiter. Um 8 soll das anfangen.
der kleine, der Saal da hinten, der war so voll. Es war unmöglich, es gab kein Bedienen, es gab kein Servieren, es gab kein, es wurde über Getränke wurden durchgereicht und so weiter. Auf einem Barhocker standen mein Freund mit noch einem, zu zweit auf einem Barhocker standen, die hielten sich fest. Und dann hat also auch die nachher, am nächsten Tag, der Wiesbadener Kurier geschrieben, wo selbst Willy Dixon ins Schwitzen kam. Willy Dixon war der Bassist des Folk Blues Festival. Und der wollte mit seinem Bass, er selbst hoch, 2 Zentner, auf das Podium kommen, durch diese Menge durch. Ich glaube, der hat eine Viertelstunde gebraucht, bis er dort war. Und kam wirklich ins Schwitzen, bis er dann endlich da oben war. Es war ein toller Erfolg. Und zum Schluss, als ich mich bei den Bluesleuten für alles bedanken wollte, und da sagte der Schlagzeuger, das, was hier war, das ist unsere Atmosphäre, in der wir eigentlich leben, in der wir spielen. Wir danken dir für das. Und diese Frankfurter Halle, wo dann einer sitzt und vor dem sitzen 1000 Leute und die kommen sich völlig allein und verloren vor, das ist nicht die Atmosphäre, die wir haben. Und das hat mich natürlich stolz gemacht. Ja, war schön. Dieser Abend wird mir nie aus dem Gedächtnis gehen. In den 60er Jahren, wie ich 62 aufgemacht habe, da war der Geschmack auch noch für Oldtime-Jazz da und auch für Dixieland und Swing. Wir hatten dann eingeführt, sogenannte Jam-Sessions zu machen, freitags Oldtime-Jam-Session. Da kamen also die Musiker, die da einsteigen wollten und haben gespielt. Und samstags hatten wir dann Modern. Der Gregel hat bei mir eigentlich angefangen zu spielen. Nicht zu lernen, sondern zu spielen. Und war zur damaligen Zeit ein reiner Swing-Musiker. Er hat ein reines Swing-Trio gehabt, spielte aber schon sehr fantastisch. Wurde ja später dann ein ganz bekannter Jazzer und moderner Jazzer. Volker konnte eigentlich, wenn er eine Gitarre irgendwo sah, nicht aufhören, darauf zu spielen. Und ich war hauptsächlich nur wegen Volker im Jazzhaus, wenn er dort seine Auftritte hatte, weil ich war nicht so der große Jazz-Fan, obwohl mich Jazz auch heute noch interessiert, aber ich war mehr so der Klassik-Fan. Wir hatten zusammen mit einigen anderen Schülern eine Schülerzeitung herausgegeben, die hieß Parabel. Und der Volker Kriegel war der Karikaturist. Und er hat sehr witzige Karikaturen für diese Zeitung gemalt und war damals natürlich auch schon großer Gitarrist. Ich erinnere mich noch gut, als wir bei uns zu Hause saßen, zu einer Redaktionssitzung und ich hatte früher auch Gitarrenunterricht, dann nahm er mal eine Gitarre und dann spielte er uns die schönsten Jazz-Szenen vor. Und später dann natürlich erlebte ich ihn sehr häufig in vielen Konzerten, vor allen Dingen dann im Jazzhaus in Wiesbaden oder bei anderen Veranstaltungen. Und war ein ausgesprochen witziger, humorvoller, bescheidener und ganz großer Jazzmusiker. Und 1964 hat unser Jazzclub ein sogenanntes erste deutsche Jazz-Schallplatten-Sammler-Kongress gehabt. Bei dieser Veranstaltung haben als Gäste Jazzplattensammler aus ganz Deutschland teilgenommen. Wir hatten ein sehr buntes Programm mit Quiz, mit Vorträgen, mit Einzelvorträgen, mit Live-Musik, mit einer Plattenbörse, Tauschbörse und so weiter. Ein Höhepunkt war, dass ich einen Filmsammler kennengelernt hatte aus Kanada, der kam und alte Jazzfilme und sogenannte Soundies, die heute leichter erhältlich sind, aber damals erstmalig uns gezeigt hat,
Und wir waren alle hin und weg, Fats Waller und Ellington und Count Basie Orchester und so weiter alles zu sehen. Im Jahr 1963, da wurde die Bucktown Six auf mich aufmerksam. Vor allen Dingen Herbert Koletzek, der Pianist, wollte, dass ich in die Band komme. Bernd Grosse war inzwischen ausgestiegen, weil er studieren musste. Koletzek war ein Fan der Musik von Clarence Williams, bei dem ja der berühmte Cyrus St. Clair immer die Tuba spielte. Neben der Bucktown Six entwickelte sich dann das Dietrich-Geldern-Sextett mit Musikern aus Frankfurt und Wiesbaden. Die Wiesbadener, das waren der Dietrich Geldern, Altsaxophon und Klarinette, der Reinhard Diegel, Altsaxophon und Klarinette und der Dieter Zingel, diesmal nur noch Kontrabass. Aus dieser Zeit erinnere ich mich besonders gern. Das war eine Jam-Session, die Dietrich Geldern organisiert hatte im Jazzhaus Wiesbaden, wo ich kleiner Amateur, mit solchen Koryphäen wie Carlo Bolender, Conny Jackel, Dr. Hans-Otto Jung und dem Schlagzeuger Atta Berg spielen durfte. Das waren so die Höhepunkte in meinem Jazzleben. Da die Bucktown Six aber sehr erfolgreich war, auch hatten wir sehr viele Tourneen durch ganz Deutschland, Gastspiele eigentlich in fast jeder Stadt. Mit all diesen Formationen habe ich Schallplatten und auch CDs gemacht. Eine sehr erfolgreiche, es war ein Mitschnitt von einem sehr erfolgreichen Konzert auf dem Frankfurter Jazz Festival mit dem Benno Waldorf. Und auf dieser Schallplatte ist eine EP mit 4 Titeln, spielt kurioserweise der Albert Mangelsdorf Gitarre. Der ist bei uns noch zusätzlich als Gitarrist eingestiegen damals. Ich habe ein Lehrerstudium hinter mich gebracht und wurde dann Grundschullehrer in Bezug auf Jazz, auch Privatmusiklehrer. Ich hatte 2 Schüler, die sehr erfolgreich dann für sich ihre Karrieren weitergemacht haben. Das eine ist der Reinhard Diegel und das andere war der Paolo Fonara. Ich habe denen beigebracht, die jazzspezifischen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das Orchester Duke Ellington kam zu einem Konzert auf die Airbase. Und meine Frau, die war ja, die hat gesagt, ich fahre mal raus auf die Airbase, ich gucke mal, bis er verrückt und kann nicht rausfahren. Und meine Frau stieg in das Gogo-Mobil, machte vorne auf die Scheibe, der Journalist, der so und so Zeitung, Rheinische Merkur oder irgendwas, hat sich zu denen eingereiht und ist bis zu vorne hin. Dann haben die gesagt, wir wohnen in Wiesbaden und ich trommel Leute zusammen und wir kommen am Abend zu dir. Das Jazzhaus war voll bis zum, geht nicht mehr. Und was ist dann jetzt los? Ich sage, Kines, ich kann nichts dazu. Er hat es versprochen, er hält es nicht. Meine Frau sagt, der Jimmy hat mir das versprochen. Ich gehe jetzt in Nassauhof. Ich sage, du kannst doch nicht in Nassau. Sagt sie, ich gehe in Nassauhof. Und sie ist in Nassauhof, kam dorthin und sagt, Mr. Jimmy Hamilton, Zimmer so und so viel. Sagt sie, gut, ist die hoch, hat geklopft. Der macht auf und sagt sie, wo bist du? Du hast versprochen zu kommen. Ja, aber, ja, ich kann nicht, das ganze Jazzhaus ist voll, alles wartet auf. Wir kommen und so weiter. Und dann hat er tatsächlich, kam der Jimmy Hamilton, dann hat er den Cudi Williams mitgebracht, dann hat er den Chuck Connors. Die Ellington-Leute jazzten wirklich toll und hatten auch Spaß. Es lief natürlich, Whisky lief natürlich sehr gut. Und allerdings muss ich sagen, Cudi Williams hat nicht gespielt. Es hieß, er hätte sein Mundstück nicht dabei oder irgendetwas. Also Cudi Williams hat nicht gespielt. Des Weiteren kam danach Elvin Jones, einer der größten und besten Schlagzeuger des modernen Jazz, war hier mit 2 Tenoristen, und zwar dem Frank Foster, einem alten Basie-Mann, und mit dem George Coleman. Mit 5 Jahren erster Klavierunterricht
und dann immer schön geübt. Mama hat immer gesagt, üben, Papa auch. Gegenüber hat einer gewohnt, der Trompete gespielt hat. Wolf Dietrich von Issendorf hieß der. Der hatte eine Dixieland-Band im Lehrlingsheim im Kohlheck und hat mich dann gefragt. Dann habe ich ja gesagt und dann ging das los. Und die erste Geschichte war dann im Jazzhaus in Wiesbaden beim Albert Butz. Da erinnere ich mich dran, dass er mal gesagt hat, ihr Bube, macht mir mein Klavier nicht kaputt. Erster Auftritt, glaube ich, 15 Mark Gage, wenn überhaupt. Und, aber ich glaube, zwei Getränke, Apfelwein oder so, haben wir gekriegt. Wir waren ja auch noch jung. Ich habe den Albert Butz kennengelernt und bin dann oben in den ersten Stock gezogen. Neben den Henry, der da oben sein Zimmerchen hatte. Was auch eine sehr prägende Zeit war, weil wir konnten jederzeit hinten in dem zweiten Raum, wo ja die Konzerte waren, konnten wir jederzeit spielen. Es war die Hippie-Zeit und ich fühle mich heute noch als irgendwie so eine Art Alt-Hippie. Also das war eine Zeit, wo wir viel probiert haben in jeder Beziehung. Den Jazz habe ich mir eigentlich als Autodidakt beigebracht. Habe dann mit 17 meine erste Band gehabt. Das waren die Ryan Mine All-Stars. Das war mit dem Woody Cobb zusammen. Eine Dixieland Swing Combo, bei der ich die reine Schrubb-Gitarre gespielt habe. Dubcheck, Dubcheck, Dubcheck. Habe damals im Jazzhaus, in dem ich gewohnt habe, seit meinem 17. Lebensjahr, den Henry Owen, der auch Henry Swing genannt wurde, ein Engländer, war für mich ein kongenialer Partner, der mich dann auch zum Beispiel mit der Frankfurter Szene bekannt gemacht hat, mit dem Friggy Hoffmann, der im Jahre, was weiß ich, irgendwie 60er Jahre, zusammen mit dem Horst Jankowski den deutschen Jazzpol am Piano gewonnen hat. Ein sehr, sehr guter Pianist, sehr streng, der mir nie irgendwelche Akkorde gesagt hat. Er hat gesagt immer nur, hör doch hin. Und da das mein Vater auch gesagt hat, zwar nicht so streng, hat es mein Ohr doch geprägt und ich kann heute behaupten, dass ich bei allem, was ich höre, sofort mitspielen kann. Oder Jazz hat ja seine Wurzeln wirklich im Blues, im Gospel. Also, und meine große Vorliebe gilt auch dem Blues in all seinen Formen. Das Jazzhaus, das war ja eigentlich dann der bekannteste Jazzclub und auch frequentierteste, der allerdings dann auch schon wieder so in die neuere Zeit überging. Das waren ja dann die 60er, 70er, da ging es ja zum Teil auch etwas wild zu. Das Jazzhaus war eigentlich das Coole und Sophisticated. Da traf man auch Leute, die sich mit Sartre, Camus und Existenzialismus und so weiter befassten. Das war auch mit Jazz irgendwie verbunden. Und da haben wir unsere erste Band gegründet. Da war das Interessante, dass eigentlich Dixieland der Einstieg war. Chris Barber, ein Freund von mir, hat unsere Band mal gehört und hat gesagt, das klingt ja wie Katzenmusik. Und dann habe ich den Dieter Schärf kennengelernt. Und der hat gesagt, du Junge, du musst Harmonie lernen. Da kam irgendwann später der Tim Belbe zu mir. Den kannte ich schon aus der Oranienschule, war auch in der Oranienschule gewesen. Und er hat gesagt, ich habe eine Band, die heißt Tim and the Times. Da haben wir dann auch auf meinen Wunsch Jazzstücke eingeflochten. In dieser Band spielte übrigens der Klaus Böttger Kontrabass. Bis dann der Drummer, der Amerikaner war, die beiden Schwarzen, James und Ronnie, gebracht hat. Ich habe meine erste Jazzplatte mit Paul Kuhn und einer Gruppe, bestehend meistens aus Leute von der Kurt Edelhagen Band, in Köln aufgenommen, bei Emmy. Und ich habe meinen Produzent gefragt, der war auch sehr Jazzmusiker selber, ursprünglich. Heinz,
hat gesagt, okay, wir machen das. Und das habe ich mit Paul abgesprochen und wir haben das aufgenommen in 4 Stunden oder was, ohne Schnitte. Ein einziger Schnitt ist da drin, die ganze Platte. Wir haben das einfach gesagt, welche Tonart, und der Ablauf ein bisschen mit den Musikern gesprochen, und wer mag ein Solo wann und los. Und diese Platte hieß Ballads and Blues. Und im Spiegel stand, das sei die beste Vokalproduktion seit dem Krieg gewesen. Es bedeutet nichts, dass die Platte verkauft worden ist, aber die ist immer noch zu haben. Jazz war nach dem Krieg nicht nur in Musik, es war ein Symbol. Es war antifaschistisch, es war individualistisch, also mit Solos, mit haben wir in Jazz, Improvisation. Und das ist alles, das was Hitler also verpönt hat. Und sehr viele Schwarzen und sehr viele Juden in Jazz. Wahnsinnig wichtig, die ganz tolle Komponisten und Textdichter, Juden, die Gershwins und so weiter. Das war alles dann nach dem Krieg eine Befreiung. Alles weg. Und da war dieses Symbol sehr wichtig. Ich glaube, deshalb ist in Deutschland so viel stärker gewesen, dieses Gefühl, dass wenn jemand aus dem Jazz ausbricht, um Geld zu verdienen, um zu leben, das war nicht zu verzeihen. Also Hans Last zum Beispiel, James Last, da haben die Jazz, wir haben das die Jazzpolizei genannt. Der Joachim Ernst Barrett war ein Sheriff dabei. Also die haben das alles also verpönt, wenn jemand, also Paul Kuhn auch, also mit kommerzieller Musik sein Leben verdient hat. Aber du konntest dein Leben nicht verdienen, besonders nicht als Sänger, mit Jazz. Wie bin ich zum Jazz gekommen? Das war in den 50er Jahren. Da war die Gesellschaft sehr spießig, meiner Meinung nach. In den Parks war Rasenverbot. In den Firmen wurde im Imperativ gesprochen. Und da kam diese verrückte Musik aus Amerika. Es ging auf die 68er Studentenunruhen zu. Also die ersten Anfänge waren Übungen, Zusammenspielen mit Wiesbadener Musikern. Man hat gespielt mit dem einen oder dem anderen. Zum Beispiel mit Volker Kriegel habe ich zusammen angefangen, der sich letztlich ganz schön schnell wegbewegt hat. Wir fingen an mit Swing, Dixieland und ich bin dann sehr schnell zur Bebop gekommen und war fasziniert von Charlie Parker. Wir haben gemerkt, wir waren alle noch eingebunden in Rhythmus- und Harmonielehre. Und da wollten wir natürlich auch ein bisschen ausbrechen. Und es ging dann die Tendenz zu freier Musik, die dann letztlich endete in einem Zusammenschluss von 4 Musikern. Das war die Free Jazz Group Wiesbaden. Und dort haben wir Stücke gespielt, die also für diese Region neu war. Die Free Jazz Group Wiesbaden bestand aus dem Trompeter Michael Sell, der nach Ende seiner Jazzzeit oder nach unserer Jazzzeit sich ganz der neuen Musik verschrieben hat und jetzt auch noch als Komponist erfolgreich tätig ist in Frankfurt. Ein Gitarrist war dabei, der Gerhard König, und ein Schlagzeuger, das war der Wolfgang Schlick. Unsere Spielwiese war nicht unbedingt Wiesbaden, sondern wir sind rumgereicht worden in ganz Europa. Die Free Jazz Musik ist also, hat fließende Grenzen von ganz frei. Man geht auf die Bühne, spielt und es ist immer ein Produkt aus dem Zusammenspiel von den beteiligten Musikern. Was daraus wird, kann man nicht vorbestimmen. Was natürlich dazu geführt hat, dass wir den Free Jazz nachher in Richtung neue Musik weiterentwickelt haben. Nach der Free Jazz Group Wiesbaden gab es eine Gruppe, das war die Interaction mit Joe Flinner.
Gerhard Bitter und Manno Weiß. Und danach gab es eine Gruppe mit Paul Lovens und Jacek Betnarek, ein Pole. Und die Musik wurde dann immer freier letztlich. Wir sind in Warschau aufgetreten, auf die Bühne gegangen und wussten nicht, was wir spielen. Aber das war erfolgreich. Zum Beispiel hat vor uns Gato Barbieri mit Don Cherry gespielt und nach uns kam der Stan Getz. Dann hatten wir ein paar Aufnahmen gemacht und Rundfunk gespielt. Vom Goethe-Institut sind wir geschickt worden. Und das ging dann bis 1976 und dann ging es mit meinen Zähnen los. Ich konnte also nicht mehr spielen und habe dann so langsam die Musik aufgegeben und habe mich dann mehr und mehr auf das Klavier konzentriert, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Musste halt ein bisschen was tun. Ich hatte einen Transit, einen Ford Transit, den habe ich mir ausgebaut. Der war rosa mit silbernen Sternchen. Den habe ich mir hinten ausgebaut als Van. Also, was heißt Van? Das war eigentlich ein riesen Doppelbett. Unter dem Doppelbett war der Verstärker und die Gitarre. Und dann bin ich nach Südfrankreich, nach Saint-Marie de la Mer. Das war die Zeit, wo ich meine ersten Playbacks schon selber gemacht habe. Ich habe dann die Band aufgenommen auf Kassette und hatte einen Lautsprecher auf dem Rücken und die Gitarre vorne vorm Bauch. Und mein Freund Holger, der hat gemalt, der hat porträtiert auf dem Platz. Und ich habe vor den Cafés Take Five, irgendwie bekannte Nummern gespielt, die jeder kennt. Das war für mich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass zum Beispiel ich wirklich geschnallt habe, dass ich überall auf dieser Welt mit meiner Musik existieren kann. Das war eine tolle Zeit, also mit aller Freiheit und allem Pipapo, was man da so anstellt als junger Mann. Also von da aus ging es nach Cadaqués, war da zusammen mit diesem erwähnten Henry am Schlagzeug. Der wurde da unten nur Senior Swing genannt. Und hatte auch eine wundervolle Zeit. Wir waren da über ein Jahr. Leider war der Beweggrund, nach Deutschland zurückzukehren. Bei meinem Transit ist der TÜV abgelaufen. So profan ist es manchmal. Und dann fährt man halt als braver Deutscher zurück und lässt einen TÜV machen. Als dann die Soul-Musik kam, wo Bläser einfach unverzichtbar waren, das war dann der Renner für uns, denn jetzt waren wir an der richtigen Stelle und wir konnten jetzt mit zwei schwarzen Sängern und den Saxophonen konnten wir einen Sound bieten, den konnte sonst niemand bieten. Tim Belbe war bei uns der große Ausraster, der liebte das, mit seinem Tenorsaxophon rumzukrölen und zu brüllen und zu quietschen und zu kreischen. Und entsprechend hat er sich auch mit Peter Brötzmann angefreundet. Und Peter Brötzmann ist, wenn wir nach Wuppertal kamen, ist er immer bei uns eingestiegen und hat mit uns mitgespielt. Wir mit unseren Verstärkern und Hallgeräten, die wir damals für Effekte und so weiter benutzt haben. Und wir haben ja schon elektronisch auch angefangen. Und er einfach nur mit seinem Tenorsaxophon. Und das hatte die Besonderheit, dass da oben die Oktavklappe zugelötet war. Die braucht er nicht mehr, hat er erklärt, weil der hat alles mit Druck gemacht. Live war das ein unglaublich dynamisches Ereignis. Manchen ist es auch auf den Wecker gegangen, wenn zu viel Free rumgeblökt wurde. Da haben wir dann gesagt, ja, wir machen jetzt keine Soul-Musik mehr. Wir waren auch links, wir wohnten ja auch in der ersten Kommune Wiesbadens in Erbenheim hier. Im sogenannten Brot, das war praktisch ein Wellblechhaus, was da aus der amerikanischen Zeit nach dem Krieg stehen geblieben war und hatten da ein reges Kommuneleben. Und links bedeutete auch, dass wir versucht haben, Kontakte mit den Linken, auch linken Studentenverbänden aufzunehmen. Das war für uns aber doch meistens sehr enttäuschend, weil diese Phrasendrescherei ideologischer Art, das mochten wir irgendwie gar nicht. Ja. Links bedeutet da aber auch irgendwo anti-autoritär. Es gab praktisch keinen Bandleader, sondern das erklärte Konzept war Kollektivmusik. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Verstärker so aufgebaut, dass jeder zwei Boxen hatte und die wurden so hinter uns
halbkreisförmig auf der Bühne verteilt, dass jeder jeden gut hören konnte. Und dann wurde überhaupt nicht mehr geprobt, es wurde nicht mehr konzeptionell gearbeitet, sondern nur noch, ich sag mal scherzhaft, jeder musikalische Furz war einfach schon genial. Ja? Und dann kam der Christian Burchardt von Embryo auf mich zu. Da hat sich dann eine musikalische Spannung aufgebaut zwischen Christian und mir, weil der Christian war ein hagerer Kraftbolzen. Da fehlte mir dann die Sensibilität und dieses auch mal in das Balladeske und Romantische gehen und dann wieder in die Rockmusik gehen. Und da gab es dann Spannung und ich wollte da auch weg. Was nun, war die Frage. Da kam ein alter Kumpel zu mir, der Ronny Sonntag aus Wiesbaden, und er sagte, ich kenne dich doch, täglich 4 Stunden lernen und du packst das. Und bin dann mit relativ langen Haaren und Bart Referendar am hiesigen Landgericht geworden. Und das war dann echt ein Kulturwechsel, weil damals sind die Referendare immer hinter den Richtern gegangen. Aber wenn vorne die Schwingtür kam, da sprintete man elegant nach vorne und öffnete den Herrn Richtern die Schwingtür. Und dann, also vom Anti-Autoritären zurück in den hierarchischen Aufbau. Die Musik blieb auch während des Studiums, da habe ich mich von Taxifahren ernährt, blieb die auch immer lebendig mit Bands wie Krokus mit 2 S und Lava, und da spielte der Mainzer Gitarrist Juri Galan mit. Nachdem ich im Moment keine feste Band hatte, habe ich dann gesagt, ich muss mal wieder ins Jazzhaus gehen, da spielt eine Joe Flinner Group, die interessiert mich. Wir haben dann lange Jahre zusammen gespielt, Festivals bestritten. Wir waren ja eingeladen vom Goethe-Institut auf Konzerten in Polen, in Holland und überall. Aber das konnte ich aufgrund meines beruflichen Engagements, konnte ich diese Termine nicht wahrnehmen. Und die Gruppe, die dann Interaction hieß, das Trio, das Verbliebene, hat sich dann mit Emil Mangelsdorf zusammengeschlossen. In dieser Zeit hat auch der Jürgen Streck mit seiner Familie das Nero aufgemacht. Und ich habe in dieser Zeit mit Jürgen Streck, Reinhard Diegel und Peter Stock war damals am Bass und Wolfgang Löppert, der Darmstädter Schlagzeuger, habe ich das Paolo Fornara Quintett gegründet, wo wir mit 2 Saxophonen und Rhythmusgruppe eigene Kompositionen noch anfingen zu spielen und arrangiert haben. Aus dieser Formation habe ich dann die Gruppe Tagore gegründet. Da haben wir das Glück gehabt, dass wir 1978, wir waren damals die einzige deutsche Band, zum internationalen Jazzfestival nach San Sebastian eingeladen wurde. Zum Nero kam es dann, als ich nach einigen Umwegen Schulmusik studiert habe, ist uns aufgefallen, dass das Hotel da oben leer stand, und hat meine damalige Frau gesagt, da könnten wir doch eine Kneipe machen. Die Stadt hat uns das gegeben, keiner hat da gedacht, dass es läuft, aber es ist sehr schön gelaufen. Wir haben viele schöne Konzerte da oben gemacht mit Musikern, die in Wiesbaden sonst nie gespielt hätten, wie zum Beispiel Volker Kriegel mit seinem Mild Maniac Orchestra. Dann haben wir Champion Jacques Dupré ist da aufgetreten, ein bekannter Blues-Pianist. Schön. Also ganz viele schöne Konzerte. Hans-Dieter Hüsch ist da aufgetreten zum Freundschaftspreis. Die Stadt hat uns natürlich keinen Zuschuss gegeben, keinen Kulturzuschuss, weil sie gesagt hat, solange da Bier getrunken wird und ausgeschenkt wird, kann man da keine kulturellen Ansprüche umsetzen. Baden-Powell hat da gespielt. Ein Weltstar, den haben wir da geholt. Da hat er halt eine Hopfgitarre gekauft, und unser Freund und auch Musiker Paolo Fornara, der hat das in die Wege geleitet, der hat uns das angeboten und möglich gemacht. Dann hat er im Nero gespielt, 4 Tage Zeit für die Werbung, das war brechend voll. Der Albert hat immer angerufen und gesagt, was machst du, wann machst du das und das, dass wir uns nicht so vom Genre her, dass wir uns da nicht überschneiden, da haben wir immer drauf geachtet. Als ich 12 Jahre alt war, kam mein Musiklehrer und sagte, also mit dem Akkordeon kannst du im Orchester nichts werden. Dann kam ein Umlauf durch und da waren Trompete, Flügelhorn,
Geige, Cello angeboten und da dachte ich, ach, Trompete ist ein schönes, lautes Instrument, das nimmst du einfach mal. 1971 kamen die Organisatoren vom Wiesbadener Juristenball auf uns zu und sagten, hier, ihr seid doch Juristen, habt ihr nicht mal Lust, einen Auftritt auf unserem Ball zu wagen? Und das haben wir gemacht und sind dann plötzlich Juristenband genannt worden. Wir hatten ursprünglich mit einem anderen Klarinettisten und Saxophonisten begonnen, der ging dann ins Ausland und dann kam Peter Köhler zu uns in die Band und der spielte dann, glaube ich, circa 15 Jahre mit und ist dann leider plötzlich mit 60 Jahren verstorben. Und dann kam Max Fröhlich in die Band, den ich von früher her schon kannte und der spielte dann circa 20, 25 Jahre mit, bis er dann schließlich mit 90 Jahren aus Altersgründen ausschied. Ich war ja als Berufsmusiker gar nicht mal in Amerika. Mit den Juristen bin ich nach Amerika. Wir haben zwei große Konzerte in New York gemacht. Wir wohnten am Kaiser-Friedrichs-Ring im dritten Stock. Da schellte so morgens um 5:30 bei uns Sturm. Vom dritten Stock aus habe ich runtergeguckt, stand unten ein Polizist. Sind Sie der Wirt vom Jatzhaus? Ich sage, ja, warum? Sagt er, das ist ausgebrannt, kommen Sie mal hinter. Dreht sich rum und geht fort. Man weiß nicht, was es war. Angeblich soll ein Aschenbecher im Eimer gebrannt haben, was ich mir damals schon nicht vorstellen konnte, weil ich das im Haus gelehrt habe. Von dem Gästchen her war auch ein Fenster eingeschlagen. Auch von daher war die Möglichkeit gegeben, dass eventuell was reingeworfen wurde. Aber das Jatzhaus ging weiter, und zwar im Saal. Und das ging dann bis zum Juni, bis das Jatzhaus wieder eröffnet werden konnte. Dann die ersten, wie sieht's denn hier aus? Ist ja alles neu. Das war ja alles früher, alles alt. Eine alte Vertäfelung, Schmuck, Schwarz und so weiter. Es lief unter dem Namen Jatzhaus, nicht Jazzhaus, sondern Jatzhaus. Eigentlich ein ruhiger, in Klammern, in Anführungszeichen, war gegenüber manch anderem. Ich bin richtig aktiv geworden in den 70ern, Mitte der 70er. Ich bin Autodidakt, damals zuerst als Bassist und als Schlagzeuger in der Familienband mit meinem Bruder Bernd und meiner damals Schwägerin Cornelia, einer fantastischen Pianistin, die heute auch noch in Wiesbaden lebt. Spielte in dieser Familienband und irgendwann gründeten wir Ende der 70er gründeten wir die Kooperative New Jazz. Wolfgang Schliemann ist ein Musiker, der von damals noch in Wiesbaden lebt und musiziert. Eberhard Emmel, der verstorbene Alfred Tilp, Posaunist und Grafikprofessor, der dann nach Würzburg ging. Und wir fingen an, ein bisschen Konzertbetrieb zu machen. So spielte ich dann einmal, 1982 war das, im Jazzhaus und zusammen in einem gemischten Konzert mit Albert Mangelsdorf. Ich damals mit Matthias Wittekind, einem Frankfurter Saxophonisten, im Duo. Ich spielte Bass. Albert hörte mich und holte mich daraufhin kurze Zeit später ins deutsch-französische Jazz-Ensemble. Das war praktisch mein Musikerabflug aus Wiesbaden. Wir spielten dann mit dem Ensemble in Paris, war ein Workshop, ein Auftritt auf dem Festival in Paris, wo ich sehr viel federn ließ. Es ging zwar alles gut und es wurde auch ein Stück von mir gespielt, aber es war ein hartes Brot, Big Band, ich konnte nicht gut Noten lesen. Ich kam dann als Dozent für Kontrabass und Saxophon, das ich mittlerweile spielte, an die Frankfurter Musikwerkstatt. Und kurz bevor das kam, das war dann wirklich auch mal ein guter Job bei Michael Demmerle,
in der Musikwerkstatt, arbeitete ich noch an der Tankstelle und dann kam in Wiesbaden ein Pianist vorbei, Jürgen Streck, der mir erzählte, dass Bill Ramsey einen Bassisten sucht und dass er mich empfohlen hat. Noch ein bisschen Hickhack hin und her und Telefoniererei. Fuhr ich dann mit Bill nach Hannover und wir spielten und ich wurde dann der Bassist des Ron Wilson Trios, das Bill Ramsey begleitete und wir waren 5 Jahre zusammen unterwegs. Wie man hinter mir sehen kann, habe ich mich auch mit der bildenden Kunst beschäftigt, viele, viele Jahre. War eine sehr interessante Zeit. Nach meinem Studium in Frankfurt war ich auch auf der Malakademie. Das ist das, was ich zurzeit mache. Und zwar ist es eine Rekomposition eines Stückes von mir aus der Virgo-Zeit, geschrieben hier als Partitur für ein Sinfonieorchester. Die Band Virgo existierte von 1971 bis 1981 und spielte Jazz und Jazz-Fusion, das heißt Rock, Pop, Funk, Latin-Rhythmen auf Jazz-Basis und machte natürlich viele Tourneen. Wenn man diese Schallplatten bewerten möchte, dann kann man sich eigentlich auf die Fachpresse berufen. Die hatte für die jeweiligen Schallplatten immer sehr hohe Wertung gegeben. Virgo war ja in ganz Deutschland unterwegs und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Luxemburg und überall. Wir haben natürlich im Jazzhaus auch mal gespielt und auch mal auf dem Neroberg. Es war eigentlich in der damaligen Zeit, jedenfalls aus meiner Sicht, eine doch sehr kreative Musikerszene und die ich eigentlich sehr, sehr gut fand. In Koblenz gibt es einen ganzen Stadtteil mit Sinti und da sind sehr, sehr viele sehr gute Musiker dabei und ich habe dann in der Hauptsache den Davli Reinhardt kennengelernt. Der Davli war der Solo-Gitarrist vom Schnuckenack, vom ersten Schnuckenack-Reinhardt-Quintett und habe dann mit dem Davli und seinem Sohn Mike in der Mike-Reinhardt-Combo gespielt. War dann auch zu Familienfeiern eingeladen und habe dann auch mitgespielt und habe da richtig teilgenommen. Und da saß ich irgendwann, die haben so ein eigenes Vereinshaus gehabt, saß ich am Tisch, die Klarinette vor mir liegend, da kam so ein kleiner Sinti, kleine Zigeuner am Tisch. Und er fragt mich, Klarinette gezeigt, hat gesagt, ist das ein Saxophon? Da habe ich gesagt, nein, das ist eine Klarinette. Hat er genickt. Und dann sagte er auf einmal, kannst du auch schwarze Augen? Da habe ich gesagt, ja, ich kann schwarze Augen. Soll ich das vorspielen? Ja. Da habe ich es ihm vorgespielt. Und dann ist er zufrieden abgetrollt. In 10 Jahren habe ich den Rainer Diegel, den habe ich vorher schon kennengelernt auf der Dilter-Schule, da waren wir beide. Und da hat er mich in eine Soulband geholt, die hieß The Ducks. Wir haben 1970 das erste Stück, war meine erste Bühnenmusik mit dem Rainer Diegel zusammen, in dem Stück Zickzacke von Peter Thiersen am Staatstheater in Wiesbaden, haben wir mit der ganzen Soulband haben wir die Bühnenmusik gemacht. Das erste Konzert, das durfte dann natürlich noch nicht in der ehrwürdigen Aula der Leibniz-Schule stattfinden, wie die Orchesterschulkonzerte, sondern das hat man dann erstmal so in der Turnhalle, also in der alten Turnhalle damals,
dahin verlegt. Ich habe im Orchester, im Schulorchester gespielt und hatte immer irgendwie Angst, in die Big Band zu gehen. Also ich habe gedacht, nein, also das kann ich nicht. Also ohne Noten irgendwas, also auswendig oder gar also ganz frei, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das war wirklich das Markenzeichen der Leibniz Big Band und Reinhards Markenzeichen, dass er da sehr viele Schüler wirklich in das Improvisieren gebracht hat. Und also da gibt es auch Fälle, da hat man wirklich gedacht, das wird jetzt kein Jatzer. Aber natürlich nach vielen Jahren haben die Schüler dann auch selbst gemerkt, es geht, also man traut sich. Und ich glaube, ich bin durch diese Big Band-Erfahrung unter anderem, also überhaupt durch die Musik an der Leibniz-Schule, aber auch gerade durch die Berührung mit Jazz, bin ich von der Persönlichkeit her wirklich freier und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster geworden. Das erste Nero-Straßenfest war eigentlich ein reines Nachbarschaftsfest. Ich habe dann auf der Nero-Straße Stuhl und Tische und eine Band gehabt. Stargast Bill Ramsey, der auch ständiger Gast vom Jazzhaus war und auch des Öfteren eingestiegen ist, wenn die Bucktown sich spielte. Die Idee für den Jazzband Ball kam von Herr Strauss und Henning Versiedlo. Ich habe mich sehr gefreut, als ich am Abend dann das alles realisieren konnte, was ich arrangiert habe und die Leute begrüßen und so weiter. Und ich habe meistens irgendwie ein, zwei Titel getrellert selber. Zum Beispiel mit Chris Barber wollte das unbedingt, dass ich mitmache. Und wir hatten Toots Thielemans. Das war nicht so ein großer Erfolg, weil die Leute dort wollten eher so traditional Jazz und Dixieland und so Zeug. Und das dann Swing und so. Aber nicht Toots. Toots war zu modern für sie. Es war aber im Großen und Ganzen ein schöner Erfolg und immer eine Freude zu sehen, wie die Leute dazu getanzt haben. Es war zuerst schwierig, die zu animieren zum Tanzen, aber die Musik war gut zum Tanzen. Und ich bin auf der Bühne einfach gegangen und habe gesagt, pass mal auf, das ist ein Bau. Bitte tanzen. Das andere war, dass es ist ein Bau, aber es heißt nicht Smoking. Es geht auch Blue Jeans. Having a ball heißt have a good time, also viel Spaß haben. Die Gründung der Kooperative New Jazz war 1979 und wir waren von Anfang an natürlich neben der Sorge um Probemöglichkeiten, auch um Auftrittsmöglichkeiten bemüht und haben auch ein Mischkonzept von Anfang an verfolgt, nämlich uns selber zu veranstalten, aber eben auch Musiker und Musikerinnen nach Wiesbaden zu holen, von denen wir dachten, die müssten einfach auch mal in Wiesbaden spielen. Und sind dann aber 1983 dann auf das damals leerstehende innerstädtische Jugendzentrum, ehemalige Jugendzentrum Papp gestoßen und konnten das dank günstiger Umstände ganz schnell in Betrieb nehmen mit einer Konzertfrequenz von 10, 12 pro Monat. Das war für Wiesbaden ja wirklich enorm. Ganz wichtiger Aspekt war, dass wir von Anfang an uns als Musikerinitiative verstanden haben. Da gab es Free Jazz, Rock Jazz, gab Leute, die sich für ethnische Musiken interessiert haben. Daneben gab es natürlich auch Zusammenarbeiten mit Künstlern aus anderen Sparten wie Tanz, Performance, bildende Kunst. Es gab trotz Versprechungen seitens der Stadt keinen Ersatzraum und wir sind dann ins Exil gegangen. Wir sind aber trotzdem dran geblieben und haben vor allen Dingen eine längere Zeit im damaligen Hinterhaus in der Karlstraße auf kleinster Bühne veranstaltet, konnten da auch Formate entwickeln, die wir vorher nicht hatten. Zum Jazz habe ich nach wie vor eine inspirierende Beziehung, die für mich vor allen Dingen darin begründet ist, dass das Prinzip Improvisation daher kommt, dass das nicht nur ein musikalisches Prinzip für mich ist, sondern überhaupt ein Lebensprinzip, dass die Freiheit und der persönliche Ausdruck, der damit verbunden ist, ob jetzt real gelebt oder als Anspruch, als Utopie, untrennbar verbunden ist mit dem, was auch für mich musikalisch Präferenz ist, nämlich freies Improvisieren.
Inhaltlich ist für mich Jazz die Improvisation, weswegen es für mich auch kein Bruch ist zur frei improvisierten Musik. Was für mich ganz zentral ist, ist, ist eine enorme Wahrnehmungsschulung. Es erfordert permanentes Wachsein auf das, was im Augenblick passiert. Das ist eine Anforderung, die das gesamte Leben durchzieht, wo man sehr, sehr viel rausziehen kann. Das Artist war ein Jazzclub gewesen. Das waren meine Lehrjahre gewesen, um tiefer in die Musik reinzusteigen. Vor allen Dingen in eine Musik, die ich erstmal noch überhaupt nicht gekannt habe. Also da ging es schon, ich sag mal, von Coltrane aufwärts. Und das war auch im Artist gewesen, dass man schnell probiert hat, Nähe zu anderen Kunstformen herzustellen. Zum Tanz wäre das also das Unmittelbarste eigentlich. Das war genau das Gleiche mit Malerei, teilweise, wo man mit Live-Malerei gearbeitet hat. Also mich hat immer interessiert, so eine ästhetische Nähe zu finden. Nachdem es also das Jazzhaus nicht mehr gab, hatten wir kein Domizil und die Musikszene in Wiesbaden hat sich auch ein bisschen geteilt, dass wir auf der einen Seite die Mainstream-Musiker, wie wir sie waren, hatten, auf der anderen Seite hatten sich mit Artists diese Musiker sich mehr dem freien Jazz gewidmet. Dann haben wir ja das Hinterhaus und da haben wir auch dann ab und zu Jazzkonzerte gegeben und Musikveranstaltungen gemacht. Ich habe eine Platte im Hinterhaus aufgenommen, ich hatte es vergessen, mit der Ron Wilson Trio. Bassist war Gerd Szymanowski. Dann kamen die 90er, ich hatte ein Stipendium zur Entwicklung neuer Unterrichtsmethoden, lernte dann die Schauspielerin Renate Kohn kennen, mit der ich seit 15 Jahren Poesie und Musik mache. Und hatte ein Trio mit Wolfgang Stamm, ein sehr, sehr guter Schlagzeuger, und dem Hanauer Bassisten Klaus Noll. Wir vertonten unter anderem den Stummfilm Berlin, die Sinfonie einer Großstadt neu und hatten viele Konzerte in Kinos. Die Leute des Hinterhaus sind dann letztlich die gewesen, mit Holger Hebenstreit als künstlerischer Leiter, die dann das Talhaus eröffnet haben. Und für uns Jazzmusiker in erster Linie quasi unser neues Domizil. Ich habe in mehreren Städten in Deutschland gelebt, in Brüssel gelebt, in Amerika gelebt. Aber erst seit ich mich in Wiesbaden niedergelassen habe, habe ich mich mit dem Jazz dann also intensiver und vor allem kontinuierlich befassen können. Ich habe dann seit 1981 hier in Wiesbaden mehrere Bands gehabt unter dem Namen Highfly Jazz Quartet, so wie auch jetzt meine eigene Gruppe heißt. Die Orientierung ist am klassischen Saxophonquartett, das heißt Piano, Bass, Schlagzeug und ich dann als Saxophonist dazu. Neben meinem Highfly Jazz Quartett, mit dem wir auch regelmäßig auftreten, habe ich noch ein interessantes Projekt und zwar mit dem Wolf Doldinger Sextett aus Düsseldorf. Wolf Doldinger ist der Bruder von Klaus Doldinger, auch Saxophonist. Und zwar stellen wir dort The Family of Saxophones vor. Das heißt, vom kleinsten, dem Sopranino, bis zum Kontrabass-Saxophon stellen wir im Konzert die gesamte Palette der Saxophone vor.
Die Reihe Jazz im Hof ist entwickelt worden vom damaligen Minister Wolfgang Gerhardt, der Herr in diesem Hause war und der die Idee hatte, zunächst in der alten Schalterhalle, wir sind ja im Gebäude der alten Post hier, Jazzkonzerte zu etablieren. Das war zunächst eine Indoor-Veranstaltung. Die erfreute sich dann größerer Beliebtheit, musste dann in den Hof verlegt werden, weil einfach der Raum nicht mehr ausreichte. Und zeitgleich traf es dann zusammen, dass Überlegungen da waren, Sparhaushalte zu fahren. Und da haben sich dann ein paar Jazzfreundinnen und Freunde hier im Hof zusammengefunden. Wir finanzieren, je nachdem, was die Bands, die Formationen kosten, 2 bis 3 Konzerte im Jahr. Und ich denke, das ist ein nicht unerheblicher Beitrag. Wir knüpfen auch Kontakte zu Bands und bieten die dem Ministerium an und sagen, das wäre doch mal eine Idee für das Publikum von Jazz im Hof. Und ich denke, allein die Tatsache, dass wir zum Beispiel Mangelsdorf hierher geholt haben, dass wir für eine völlig andere Richtung Chris Barber geholt haben, dass jetzt Quattro Nuevo kommt und dass wir vor allen Dingen mit einem riesen Kraftakt auch unter Requirieren von 9 Sponsoren es geschafft haben, 2-mal Doldinger mit Passport hierher zu holen. Ich denke, das zeigt, welche Qualität diese Reihe mittlerweile nicht nur für Wiesbaden, auch für die Umgebung erreicht hat. Ich bin 96 oder 97 nach Köln gegangen. Ich wollte einfach die Szene wechseln. Mir ist das zu eng geworden hier. Ich hatte sowieso schon ganz viele Kontakte nach Köln und auch in andere Städte und bin dann nach Köln gegangen. Es hat zugegebenerweise nicht so richtig funktioniert, dort Fuß zu fassen. Und ich bin auch aus familiären Gründen 99 wieder zurückgekommen. Aber es hat was in mir verändert, ja. Also wenn man einen äußeren Raum verändert, in einen neuen Raum geht, verändert sich auch der innere Raum. Und dass ich auch gesagt habe, wenn ich zurückkomme, will ich hier was Neues auf die Beine stellen. Das hieß musikalisch, eine neue Band zu gründen. Das war mein Quartett damals. Das war auch eine neue Jazzreihe hier zu installieren. Und ich wollte halt wieder eine Konzertreihe installieren und habe angefangen mit Just Music im Jahre 2000 im Caligari. Mit städtischer Unterstützung und die waren mir auch alle sehr wohlgesonnen. Und das habe ich begonnen und das ist halt jetzt inzwischen zu einem Festival geworden. Ich persönlich halte jede Stilrichtung im Jazz für sehr wichtig und ich finde es gut, wenn man auch miteinander kommuniziert. Wir haben natürlich die Free Jazz Szene mit Artist, dem Verein, mit dem Uwe Oberg, sehr geschätzter Kollege, mit meinem Freund und Kollegen Jörg Fischer, Schlagzeug, der bei mir in der Band Composer's Voice in meinem ersten Quartett mitgespielt hat. Man merkt da, dass wir die Pole haben, dass ich so ja, mehr aus dem Gefühl und vielleicht auch so ein bisschen gerne zum romantischen Spielen ein bisschen neige, dass der Jörg Fischer am Schlagzeug wiederum so die avantgardistischen und ein bisschen auch schrägen Sounds gerne einbringt. Und das war ein spannender, nicht immer einfacher, aber doch sehr guter Prozess,
dann sowas zusammenzubringen. Ich bin auch seit meinem Studium schon als Klavierlehrer tätig und ich habe ein Lehrbuch verfasst. Das Lehrbuch trägt den Titel Let's Play Jazz. Und in dem Lehrbuch habe ich mehrere kurze Eigenkompositionen in verschiedenen Jazzstilen. Ich bin seit 35 Jahren in Wiesbaden. Ein alter Jazz-Fan, von Haus aus allerdings Chemiker. Und habe vor gut 20 Jahren angefangen, Jazz professionell zu machen. 1989, damals in einem kleinen Lokal, Jazzlokal, das hieß Bebop in der Saargasse. Etliche Jahre im Café Cicero. Und dann haben wir eine Odyssee durch 10 oder 11 oder 12 weitere Veranstaltungsorte gemacht. Von Rich's Lounge über den Musikpalast, Applaus. Dann haben wir mal aushilfsweise im Hotel Ibis, im Clubraum des WTHCs veranstaltet, etc. etc. Und ich veranstalte etwa 10 Konzerte im Jahr. Meistens ist es moderner Bebop. Meine natürlich Lieblingsmusik. Ich mache das als Hobby. Ich hatte das mal professionell in Angriff genommen, aber nach mehreren Jahren Verlust hat mir das Finanzamt gesagt, das können wir nicht anerkennen, das ist reines Hobby. Und seitdem mache ich es als Hobby, als Privatier weiter. Ja, und inzwischen haben wir hier in Wiesbaden natürlich Größen gehabt, von David Murray über Steve Grossman, Abraham Burton, Al Foster, Randy Brecker. Die ganz Großen sind schwierig, nicht weil die unbezahlbar gewesen wären, die hätten das mir zuliebe schon getan, nur die haben alle Verträge mit irgendwelchen Management- und Bookingfirmen, die es denen verbietet, Privatengagements anzunehmen. Das ging dann immer nur über deren Management und dann sind die Gagen außerirdisch oder außer wiesbadenisch. Ich finde es die spannendste Musikform, die ich mir vorstellen kann, weil der Jazz ist in der Lage, wirklich aus allen anderen Musikrichtungen und Stilen Dinge aufzunehmen und die so eigenständig zu verarbeiten, dass es einfach Freude macht, das wieder wahrzunehmen. Und da gibt es so hervorragende Melodien, wo ich dann immer denke, das kann nicht sein, das müssen eigentlich alle Menschen müssen sowas schön finden. Ja? Viele, die spielen wirklich von innen raus und geben einfach in ihr Instrument alles rein, was ihre eigene Persönlichkeit so darstellt. Da ist sehr viel Wärme, Herzlichkeit, Intensität, das alles verbinde ich auch mit dem Jazz. Das ist eben nicht diese trockene akademische Bezeichnung, wo dann alle sagen, ja, das ist ja so macht man in irgendeinem Club oder so. Nee, da geht es um viel mehr. Da geht es wirklich auch um politische Aussagen oder Statements, die dann, das ist einfach eine Menschlichkeit, die ich ganz selten in der Gesellschaft sonst irgendwo finde. Und irgendwann entstand die Idee, eine Weinstube in Wiesbaden aufzumachen, wie ich sie in Frankfurt von einem Freund und Bekannten kennengelernt hatte und wollte das auch hier realisieren, mit einem Partner zusammen. Das haben wir dann auch gesagt und getan. Und dort war auch von vornherein Programm, das soll eine Kultur- und Weinkneipe sein und nicht eben nur Schwerpunkt Gastronomie. Parallel entstand über den Kontakt zum Uwe Oberg, der als Musiker im Weinländer gespielt hat, häufiger gespielt hat. Und ich aber gesagt habe, lass uns doch ein Festival machen. Zusammengehörigkeit zwischen Musikern und ich sag mal, uns Machern ist an der Stelle besonders eng. Also beide Seiten das Gespür haben, wir machen das wirklich aus Leidenschaft und nicht, weil wir damit jetzt wirklich nur das große Geld machen wollen oder sowas. Das findet da dann auch nicht statt. Aber ich finde es natürlich schon schön, wenn dann so bekannte Musiker wie Pierre Favre, Schweizer
Schlagzeuger, der ja schon in den 60ern mit in Max Gregors Tanzorchester unterwegs war. Den habe ich nämlich dann so kleine Anekdote gefragt. Ja, Pierre, warst du schon mal in Wiesbaden? Ja, ja, sagt er, ist lange her. Und er sagt, aha, ja, wann denn? Ja, das war irgendwann in den 60ern mit Louis Armstrong. Und da ist mir die Kinnlade doch ein bisschen runtergeklappt, weil ich dachte, na gut, Louis Armstrong kennt ja irgendwie jeder. Ja, und dann war es in der Tat so, dass er dort in der Rhein-Main-Halle bei irgendeiner Bambi-Verleihung mit dem Orchester dann da gespielt hat und Satchmo hat dann vorne Hello Dolly gespielt und im Hintergrund spielte Pierre Favre Kaugummi kauen und Schlagzeug. Und das sind dann so Dinge, wenn man solche Menschen dann einfach auch mal persönlich kennenlernt, das ist sehr vergnüglich. Mit der Big Band auch angefangen, Big Band Meetings einzuführen, das heißt mit befreundeten Big Bands Konzerte zu veranstalten. Ich bin da so ein bisschen in der Familie der Big Band geblieben, das war das Thema der ersten Jahre, also zum Beispiel der Matthias Elsweier, der aus der Big Band als Trompeter hervorgegangen war, hatte in Ilmenau an der Universität eine Big Band gegründet, die auch von Reinhard Diegel betreut worden war. Das lag also nahe, dass wir die nach Wiesbaden einladen und mal gemeinsam jammen. Und diese Big Band Meetings Serie, die lief so ungefähr 6 Jahre, sehr erfolgreich und wurde dann abgelöst durch ein neues Konzept, auf das ich aufmerksam geworden war, nämlich Swing Tanz. Szene lebt davon, dass es einen Ort gibt, auf dem man spielen kann, sich austauschen kann, jammen kann, proben kann und so weiter. Und das gibt es seit damals nicht mehr. Natürlich ist die Szene nicht vergleichbar mit Paris, New York, London oder was weiß ich, aber sie ist da. Es gibt ein Beispiel in der Filmszene. Das X-Crown Filmfestival hat aus der Independent-Szene angefangen, völlig schräges Zeug und Filme, die eigentlich so absolut nicht salonfähig sind, so wie man in Wiesbaden so meint. Ja. Und inzwischen haben die sich ja wirklich zu einem absoluten Top-gesellschaftlichen, kulturellen Highlight entfaltet und entwickelt. Und die Vision habe ich, dass wir das möglicherweise mit einer Jazzgeschichte auch hinbekommen. Jazz ist, bedeutet, ich sein zu können in der Musik. Eigene Spieltechnik, eigener Sound, Persönlichkeit. Langsam reifen lassen, wachsen lassen. Das ist Jazz. Das ist im Übrigen auch Demokratie.